herzlich willkommen zu einem Video der etwas besonderen Reihe heute. Es ist ein sehr schöner Tag und ich habe meinen Kollegen Gerd Hecker, geschäftsführender Gesellschafter hier bei uns im Haus bei Steinbeiß und Hecker, gebeten, mich, Markus Merkel, Investmentanalyst und Leiter des Mandatsbereichs, zu begleiten an unsere schöne Theresienwiese hier in München und einfach mal ein paar Fragen aufzugreifen, die in den vergangenen Wochen und Monaten von Kunden, aber auch Mandanten an uns herangetragen wurden. Und ich habe mal versucht, das in drei große Blöcke zu teilen, von denen der erste sich so ein bisschen dreht um das grundsätzliche Verhältnis, wenn ich Bankkunde bin, im Unterschied zu dem, wenn ich beim unabhängigen Vermögensverwalter mein Geld verwalten lasse. Und das Feedback, was wir von den Menschen bekommen haben, war, dass es doch oft der Eindruck war, dass es bei einem Bankberater doch vielfach um Produktverkauf ging, vielleicht auch unterschwellig verbunden mit internen Vertriebszielen. Und dass das Management eher durch einen Mittelsmann, nämlich den Berater, erfolgte, weniger durch einen Portfolio-Manager. Aber Gerd, kannst du da mal sagen, wie wir das von unserer Seite lieber handhaben würden? Ja gut, also das ist schon mal ein gravierender Unterschied zwischen einer Bankberatung und einer Vermögensverwaltung. In einer Bankberatung geht es in der Regel im Schwerpunkt um den Vertrieb von Produkten. Es gibt da natürlich gewisse Vertriebsziele, die ein Berater erfüllen muss, Ertragsziele, die er erreichen soll. Er versucht natürlich hin und wieder auch natürlich Transaktionen zu generieren, mit denen er zusätzlich Provisionen generiert, um die Bankziele zu erreichen. Das ist in einer Vermögensverwaltung komplett anders. Wir partizipieren weder an Ausgabeaufschlägen für diverse Investmentfondskäufe, geschweige denn an irgendwelchen Transaktionsgebühren. So etwas gibt es nicht. Im Gegenteil, wir versuchen unsere Kunden von diesen Themen fernzuhalten, da diese Gebühren ja letztendlich nur die Performance unserer Kunden schädigt. So, das heißt, unser Augenmerk ist ganz klar auf die Vermehrung des Vermögens gerichtet. Das heißt, wir verdienen und partizipieren an dem Wertzuwachs des Vermögens. Und das ist im Unterschied zum Bankbereich natürlich bedeutend. Ja, du hast jetzt schon ein Stichwort aufgegriffen, das auch bei unseren Gesprächspartnern bislang immer mal so Erklärungsbedarf hatte. Da geht es häufig um Produkte. Das ist ja jetzt ein Begriff, der uns doch relativ fremd ist. Und die Interessenten, aber auch die Mandanten berichteten dann, wenn sie mal ein ehemaliges Bankdepot noch aus der schlechten alten Zeit hervorholten, dass da häufig auch sehr verbundnahe und standardisierte, man könnte auch sagen, ein bisschen lieblos zusammengestellte 0815-Lösungen angeboten wurden. Auch dann, wenn es um durchaus dreistellige Anlagebeträge ging, wo man ja etwas mit mehr Herzblut vielleicht auch mal detailorientiert hätte machen können. Ist das das, was du machst, das ja jetzt schon 20 Jahre, ist das das, was sich so wie ein roter Faden bei dir durchzieht, dass man das bestätigen kann? Ja, also es ist schon ganz klar erkennbar, dass diverse Banken natürlich verbundnah agieren. Das heißt, bevorzugt werden die Produkte der eigenen Institution natürlich eingesetzt in der Vermögensverwaltung bzw. in der Anlageberatung. Das ist bei uns in keinster Weise so. Wir sind völlig offen vom Universum. Wir versuchen, die besten Manager in ihren Nischen zu allokieren, sofern wir überhaupt Investmentprodukte einsetzen. Unsere grundsätzliche Ausrichtung ist natürlich die totale Transparenz für die Kundenportfolios. Das heißt, wir versuchen eher, den Kunden über die Direktanlage zu allokieren. Das heißt, wir versuchen auch diese Kosten für die diversen Investmentfonds einzusparen, indem wir halt dann doch lieber die Aktie direkt oder die Anleihe direkt kaufen. Ja, dann haben wir unseren Gesprächspartnern, den Menschen, die dazu gekommen sind, ja zumindest nichts Falsches an der Stelle erzählt. Was sich auch herausbildete, es war doch eine große Sorge, was die Sicherheit des bei uns dann angelegten Geldes anging. Ist es das ein höheres Risiko, wenn ich beim unabhängigen Vermögensverwalter Kunde bin, im Vergleich zu einer Bank, Sparkasse, Volksbank? Wie sieht es dann mit dem rechtlichen Rahmen aus, war oft eine Frage. Und seid ihr überhaupt lizenziert, das zu tun, was ihr tut? Ja, also wir sind letztendlich genauso lizenziert wie eine Bank. Ja, wir haben eine KWG-Lizenz, § 32 für die Finanzportfolioverwaltung. So, und das unterscheidet uns auch von den diversen Produktverkäufern, die Sie auch immer wieder in ihren Städten auch finden, die über Investmentfondsverkäufe oder Versicherungsverkäufe ihr Einkommen generieren. Das ist also komplett von uns differenziert zu sehen.
Wir werden von der BaFin und Bundesbank laufend überwacht, quartalsmäßig. Das heißt, wir sind unter Kontrolle letztendlich der Aufsicht. Und für Sie als Kunde bedeutet das, dass Sie einen hohen Sicherheitsgrad haben und Sie können über uns natürlich auch eine entsprechende Depotbank auswählen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Wir haben hier derzeit 4 Depotbanken, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir für sehr, sehr sicher erachten. Und insofern ändert sich für Sie als Kunde eigentlich gar nichts. Ja, ich glaube, da haben wir den Großteil der Fragen, die an uns so in den letzten Wochen, Monaten herangetragen wurden, mal in einem Parfumsritt doch gut beantworten können, auch für Menschen, die sich da neu mit dem Thema befassen. Gleichwohl kann das nicht das persönliche Gespräch ersetzen, aber es kann Ihnen eine Indikation geben, was wir tun, was wir nicht tun. Und sprechen Sie uns einfach an, wir sind im Internet auch erreichbar. Es gibt uns dann auch in einem Gebäude, eben immer auch noch an der Theresienwiese. Wir sind also hier in 3 Minuten eben rübergelaufen. Und insofern, wenn Sie mehr über uns, unser Haus und unsere Themen, die uns bewegen, erfahren möchten, können Sie das gerne über unseren YouTube-Kanal tun. Dort haben wir das auch ein bisschen aufbereitet nach verschiedenen Segmenten. Für heute müssen wir beide leider jetzt ins Büro zurück, aber ich glaube, eine Weißwurst wartet noch auf uns. Und insofern lassen Sie es auch gut gehen. Wir tun das in jedem Fall. Ihr Gerd Hecker und Markus Merkel. Auf Wiedersehen. Tschüss.